Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 39, die performativen Verben im Sprechakt. Bei den performativen Verben handelt es sich um Sprechaktverben. Das Wort stammt aus dem Englischen, to perform, was so viel wie ausführen, durchführen und realisieren bedeutet. Sie kennzeichnen die illokutionäre Rolle eines Sprechaktes. Eine Illokution wird vollzogen, wenn im Rahmen einer Sprechhandlung in der ersten Person performative Verben ausgesprochen werden. Das heißt, sie bezeichnen ausdrücklich die kommunikative Absicht und Art des Sprechaktes. Als performative Verben gelten beispielsweise die Worte danken, bitten, taufen, warnen, versprechen oder kritisieren. Diese Verben sind nur performativ, wenn durch die sprachliche Äußerung eine intendierte Handlung vollzogen wird. Indem man sagt, hiermit danke ich dir, wird die Handlung der Danksagung automatisch vollzogen. Im Gegensatz zum Aussagesatz, hiermit singe ich ein Lied, wird die Handlung nicht automatisch vollzogen, da der Satz gesprochen und nicht gesungen wird. Bei dieser Art der Äußerung wird die Handlung nicht durch das Aussprechen des handlungsbezeichnenden Verbes vollzogen.